Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier vier schöne Duft, neue Varianten, wie auch immer man es nennen mag. Little Bottle nennen die ganzen Dinger sich. Die kommen hier an eine Art Schnürsenkel, können ideal, werden wir auch gleich ausprobieren, am Rückspiegel befestigt werden und sollen toll riechen und sind von der Art her ein ganz neues Konzept, denn hier oben der Kopf ist aus Holz und hier ist die Flüssigkeit drin. Man dreht das dann nachher um und dann läuft das in das Holz rein. Das saugt sich ein bisschen voll damit und dann duftet das die ganze Zeit. Wir werden es mal ausprobieren. Dann schauen wir uns das Ganze an. Also vom Prinzip her haben wir ja gerade schon gehört, wir haben jetzt hier so eine Art Schnürsenkel dran, hier so eine kleine Kugel, mit der man das dann enger stellen kann, beziehungsweise dadurch hängt es dann weiter unten am Rückspiegel oder aber es geht ein Stück weiter nach oben. Also die Idee ist schon mal ganz cool, gefällt mir gut. Hier ist eine kleine Anleitung auch direkt mit dabei, wirklich sehr, sehr klein. Und vom Prinzip her, man dreht das Ganze hier auf, zack. So, dann ist hier ein Sicherheitsverschluss noch drauf. Dieser Duft hier ist Cool Black, nennt der sich. Ich habe auch noch andere. Ich habe einfach mal alle bestellt, die es gibt. Das ist Kirsche, sehr geil. Wird bestimmt wieder mein Favorit, ich kenne mich ja. Dann haben wir hier Neuwagen. Bin ich auch mal gespannt. Also wer meine alten Videos noch kennt, Pina Colada. Neuwagen von Chemical Guys. Der Juli ist ein bisschen drauf abgegangen. Ich hätte mich einmal fast davon übergeben. Ich fand das so unangenehm, das Zeug nach einer Zeit. Das war ganz, ganz herausfordernd, damit klarzukommen. Oh, das riecht aber geil. So Aftershave-mäßig, würde ich behaupten. Irgendwie was in der Richtung. So, also ihr seht das. Jetzt haben wir das kleine Gefäß geöffnet. Ich habe das jetzt hier und drehe das fest drauf. Und wenn wir es jetzt umdrehen, da sieht man das auch. Das blubbert so ein bisschen. Jetzt gehen so ein paar Tropfen hier ins Holz rein. Machen wir das nochmal auf, gucken uns das an. Oh ja, das hat funktioniert. Hier drin sieht man das jetzt. Da sind jetzt wirklich ein paar Tröpfchen reingekommen. Und immer wenn das jetzt nicht mehr im Auto riechen sollte, nach, was weiß ich, 1, 2, 3 Wochen, habt ihr es ja hier oben hängen und geht einfach hin und dreht es einfach einmal kurz um, damit sich das Holz wieder ein bisschen vollsaugt. Und dann habt ihr ganz einfach da wieder ein bisschen neuen Duft drin. Also vom Prinzip her mal was ganz anderes, mal was Neues. Finde ich persönlich ganz cool. Sieht auch noch schick aus, oder? Was meint ihr? Na, das kann sich doch sehen lassen, ist doch in Ordnung. Und wenn wir jetzt hier das Ganze an dem Rückspiegel befestigen, zack, einmal die Kamera nach oben. Na, ich mache mir das jetzt ein bisschen größer, je nach Spiegelgröße machen wir das dann so, einmal rumgeführt. Okay, das hängt ja jetzt ideal. Wenn man sagt, oh nee, da ist der Blickwinkel jetzt blöd oder das hängt mir einfach vor der Nase, das will ich so nicht, dann gehe ich jetzt hin, ziehe mir hier das hoch und habe das jetzt so hängen. Klar, da hängen natürlich die zwei rum, ne? Die kann ich mir jetzt hier natürlich noch so ein bisschen zusammenknoten. Zack, mache ich eine kleine Schleife rein. So, ziehe mir das dann nach oben. Und dann habe ich das hier auf dieser Höhe hängen. Und so finde ich es jetzt echt nicht störend. Also das finde ich ist eine ganz coole Sache. Wir gucken uns natürlich auch noch die Düfte an. Pina Colada haben wir hier. Habe ich ja gesagt. Zack, Pina Colada. Mal gucken. Die riechen sogar ein bisschen hier durch, diese Dichtung. Ja, die ist dicht, aber riecht ein bisschen auch dadurch. Das ist aber geil. So fruchtig, würde ich sagen. Okay, ihr wisst ja, ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit den Sachen einkategorisieren, wie die denn riechen. Die Blautöne sind anders, seht ihr das? Das ist ein bisschen heller hier. Und also das war cool Black hieß das, obwohl es blau ist. Ich hätte es Cool Blue genannt. Das hier auf jeden Fall ist Neuwagen. Ja, man riecht wieder so eine künstliche Note. Also beim Chemical Guys war das insofern ganz unangenehm. Das hat ganz stark nach so brennendem Plastik oder irgendwie so gerochen. Oder wenn du so ein China-Paket bestellt hast und da ist übelster Weichmacher drin. Also ich habe da richtig Kopfschmerzen von bekommen. So, und jetzt bin ich ganz gespannt auf Kirsche. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das mache ich direkt ganz auf. Na komm. Boah, der ist geil. Der riecht wie diese Lutscher von früher. Sag mal ein bisschen Deo hier. Bestes Parfum. Parfum, wie Monte sagen würde. Das ist geil. Also den werde ich auf jeden Fall als nächsten ausprobieren. Das ist eine coole Sache. Gefällt mir richtig gut. Also, gibt es in
Wie gesagt, 4 verschiedene Duftsorten. Ich verlinke sie euch unterhalb des Videos. Guckt sie euch gerne mal an. Schreibt mir in die Kommentare. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch das schon. Ist mal was Neues. Ist mal eine coole neue Idee. Und ich kann euch gerne auf dem Laufenden halten, wie lange das Ganze dann hält. Ne? Und jetzt hier einmal hier ein bisschen schütteln. Durch ein bisschen Erschütterung im Fahren im Auto. Je nachdem, wo man, wie man fährt, Fahrwerk drin hat und so weiter, denke ich auch, dass das ein bisschen sowieso hoch und runter schwappt. Vielleicht muss man es gar nicht so bewusst umdrehen. Ich halte euch im Laufenden, wie gesagt. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.